Hallo und herzlich willkommen zu Band 4, Kapitel 1, Burg Lutera. Aus gegebenen Anlass, wir sind ja in der Königsburg, haben wir uns ein wenig schick gemacht und werden die Burg erkundigen. In der letzten Folge waren wir auf der Schlachtenebene, haben die Burg zurückerobert, den rechtmäßigen Erben seinen Thron wiedergegeben. Wir ziehen los mit Angret und in Begleitung von Stitch, Sir Stitch. Vielen Dank. Ohne euch wäre das unmöglich gewesen. Nun bin ich dran und werde euch allen helfen. Amel hat ein paar Informationen zu einem alten Dokument in der königlichen Archiven gefunden. Die Schwert- und Adlersiegel, die du suchst, sind die Schlüssel zum Öffnen der Tür zum Grab unseres ersten Königs Lutera. Niemand weiß, wo sein Grabmal ist, aber vielleicht können dir die Nachfahren von dessen Architekten Nahun weiterhelfen. Sie leben östlich von hier, in einem Land, das Nahun als Bezahlung erhielt. Dort verweilen auch Scherichts verbleibende Unterstützer. Apropos, es heißt, Scherichts Sohn Berhard versteckt sich dort. Wenn du dich mit Nahuns Nachfahren triffst, könntest du dann auch nach ihm suchen? Ich werde das Adlersiegel für dich bereithalten. Bevor du losziehst, lass mich dich um noch einen Gefallen bitten. Bitte übermittle meine Anfragen für den Wiederaufbau Lutheras an die anderen in der Burg. Es gibt noch jede Menge zu tun. Ich muss die Hinweise finden, die Nahun zurückließ. Du gehst dort zu die Diorica-Ebene, oder? Ich war da noch nicht. Wenn es einen Grund gibt, warum das Grab von Lutheras größten König von der Öffentlichkeit verborgen werden muss, dann bestimmt, weil sich dort etwas befindet, bei dem es sich lohnt, es zu verstecken. Nahuns Nachfahren könnten wissen, wo es sich befindet. Ich würde dich gern begleiten, doch die verwundeten Soldaten hier brauchen mich. Aber ich werde die Bibliothek von Thermia nach weiteren Informationen zum Grab des Königs durchforsten. Sag mir bitte, falls du etwas findest. Oh, und hast du dich schon mit Kesselford getroffen, Engret? Er wartet im Kommandozentrum auf dich. König Thyrain bat dich, beim Wiederaufbau Lutheras zu helfen? Er ist seit dem Bilbrinwald mein König. Ich werde diese Befehle befolgen. Nun, das könnte etwas komisch werden. Ich habe noch nie so eine glänzende Rüstung getragen. Die Ritter haben bereits Soldaten entsandt, um Lutera von den Dämonen zu beschützen. Ich hoffe, dass du uns eines Tages in diesem Kampf zur Seite stehen wirst. Aber wir wissen, dass es in Arcesia nicht nur Lutera und Retramis gibt. Jenseits des Meeres gibt es noch viele Völker, die ihre eigenen Kriege gegen die Dämonen führen. Sie werden auch einen Helden brauchen. Sieh dir die Karte von Arcesia an, um dir einen Überblick über die Orte zu verschaffen, die deinen Schutz brauchen. Das ist also die Karte von Arcesia. Ich werde als Hauptmann der königlichen Wache bis zum letzten Atemzug an der Seite Ihrer Majestät sein. Es ist mir eine Ehre, neben einer furchtlosen Ritterin wie dir zu kämpfen. Lutera ist aus der Asche emporgestiegen, noch stärker als je zuvor. Es wird in der Geschichte nie wieder einen Fall der Burg Lutera geben. Seine Majestät plant, die Prüfungsarena bald wieder zu eröffnen, damit du für mehr Ehre und bessere Fähigkeiten trainieren kannst. Ich würde gern solche großartigen Ritter wie dich dort kämpfen sehen. Willst du nicht zur Arena gehen und die Anlage untersuchen? Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Hier. Damit kannst du leichter. Denkt daran, euren Triporter zu aktivieren. Eins, zwei, noch einmal! Halt! Nur befugte Personen dürfen eintreten.
bei den Höllen, Dudre. Erkennst du nicht den Champion von Burg Lutera? Oh, du meinst die enge Freundin des Königs? Oh, ups, tut mir leid. Vielleicht wisst ihr es schon, dies ist die Prüfungsarena. Mächtige Krieger wie ihr treten hier im ehrenhaften Kampf gegeneinander an. Ähnliche Orte findet ihr in größeren Städten wie Lutera. Wir nennen sie Arenen. Ihr könnt allein in einer Arena antreten, um eure Stärke im Einzelkampf zu beweisen. Oder ihr stellt euch mit Verbündeten zusammen stärkeren Herausforderungen. Seid in jedem Fall darauf gefasst, gegen wahrlich mächtige Gegner anzutreten. Aber schließlich seid ihr ja eine formidable Ritterin unserer Hoheit. Plant ihr hinauszuziehen und die Welt zu erkunden, wäre es weise, so viel Kampferfahrung wie möglich zu sammeln. Für einen Kampf könnt ihr euch in der Arena registrieren. Euer Name geht sicher als einer der größten in die Geschichte der Prüfungsarena ein. Viel Glück. Das ist die Prüfungsarena. Oh, Milady. Was tut ihr denn hier? Wollt ihr in die Prüfungsarena eintreten? Bei eurem Können könntet ihr sogar gewinnen. Normalerweise müsstet ihr euch zunächst einer Prüfung unterziehen. Aber ihr habt euren Wert bereits mehr als bewiesen, also könnt ihr teilnehmen. Haha, aber unterschätzt eure Gegner nicht. Denn das Königreich Lutera hat jede Menge fähige Krieger. Ihr seht euch gerade in der Burg um, oder? Ich würde vorschlagen, dass ihr zur Portalstatue geht, die wir hier haben. Na dann, wir freuen uns schon, euch eines Tages hier kämpfen zu sehen. Weiter. Viele Ritter sind in dieser Prüfungsarena angetreten, um ihre Werte zu beweisen. Und einige von ihnen trugen Sieg nach Sieg davon, bis kein Gegner mehr übrig war. Wir haben Trophäen, die ihre glorreichen Rekorde bezeugen. Möchtest du diese ansehen? Trophäe der Entschlossenheit. Diese Trophäe wird hiermit der Ritterin verliehen, deren Entschlossenheit zum Sieg in der Prüfungsarena geführt hat. Du bliebst standhaft wie ein Monolith, selbst im Angesicht unzähliger Gegner, die wie eine Flut über dich hereinbrachen. Deine Entschlossenheit wird einer führenden Licht für die Ritter zukünftiger Generationen sein. 14. Champion und Ritterin Katrin, Ruhmeshalle. Trophäe des Mutes. Diese Trophäe wird hiermit dem Ritter verliehen, der seinen Mut in der Prüfungsarena bewiesen hat. Du hast deinen Gegner mutig bezwungen, wie eine wilde Bestie. Dein Mut wird in den kommenden Jahren unerreicht bleiben. 6. Champion, Sachs der Schlagetod. Das ist also die Prüfungsarena, von der ich schon so viel gehört habe. Trophäe der Unverwundbarkeit. Diese Trophäe wird hiermit dem Ritter verliehen, der sich in der Prüfungsarena als unverwundbar erwiesen hat. Schon als du das Schlachtfeld betratst, wussten alle Kämpfer, dass sie dir nicht gewachsen waren. Ruhm und Ehre deiner unbeugsamen Macht, die einer unbezwingbaren Festung gleicht. 19. Champion, Endymion, der Konstellationsjäger. Und Trophäe der Unsterblichkeit. Diese Trophäe wird hiermit dem Ritter verliehen, der in der Prüfungsarena dem Tode trotzte. Singe, O Ritter, von der Schande, die du über den Tod selbst brachtest, denn er konnte dich nicht bezwingen. Deine stolze und furchtlose Herausforderung des Todes wird für immer in den Herzen aller Ritter nachhallen. 2. Champion, Kadan, der schwarze Ritter. Das ist die Prüfungsarena. Beeindruckend, nicht wahr? Ein ungeschlagener Champion mit 1000 Siegen. Angrid, ich bin mir sicher, dass du stark genug bist, um selbst in dieser Ruhmeshalle einzugehen. Flynn, Königsritterin, hallo, ich bin es, Flynn. Ich habe einst an deiner Seite gekämpft, falls du dich nicht erinnern kannst. Aha, schon gut, ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Siehst du die Kinder, die dort drüben trainieren? Für sie bist du die größte Heldin aller Zeiten. Sie alle wollen wie du sein, Königsritterin. Lutera ist ein Land der Ritter.
Wenn du gerade Zeit hast, könntest du dann die Knappen ermutigen, die in der Gasse neben der Prüfungsarena trainieren. Es wäre für sie eine große Ehre. Wir ermutigen mal die Kids. Knightley, Angret. Oh, bei den Göttern. Das ist die Königsritterin höchstpersönlich. Hast du wirklich Cadogan mit einem Schlag auf dem Schlachtenebene besiegt? Unglaublich. Ich will auch ein großartiger Ritter werden, damit ich eines Tages an deiner Seite kämpfen kann, Angret. Vielen Dank. Ich werde noch viel härter arbeiten. Ich will mal so wie du werden. Sei vorsichtig, Nephir. Oh, diesen Tag werde ich nie vergessen. Eines Tages werde ich ein beeindruckender Ritter werden. Die Kinder werden sich an diesen Tag erinnern, wenn es hart auf hart kommt. Wer weiß, deine ermutigenden Worte heute könnten zu vielen großartigen Rittern in der Zukunft führen. Baden Daria. Wir Baden sollten singen, um die Leute glücklich zu machen. Aber während der Herrschaft des Regenten konnte ich nur traurige, deprimierende Lieder singen. Jetzt ist er fort und seine Majestät Tyrann hat Lutera einen Neuanfang ermöglicht. Könntest du in Erfahrung bringen, wie sich die anderen auf Burg Lutera fühlen? Ich möchte ein Lied singen, das zu ihrer Stimmung passt. Alle haben auf diesen Tag gewartet. Jeder neue Tag fühlt sich wie ein wahr gewordener Traum an. Verpasst diese Chance nicht! Hahaha, jetzt kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren. Dieser falsche König wurde vom wahren König ersetzt. Lang lebe Tyrann. Alle sind glücklich, einen neuen König zu haben. Ich sollte lieber ein Lied schreiben, das ihre Freude überall verbreitet. Ich hoffe, seine Majestät Tyrann wird ein guter Herrscher. Ritterassistent Dilly. Uff, was für ein Dilemma. Es scheint wirklich so, als wäre mein Meister in diesen Baden verliebt, oder? Das ist für dich auch offensichtlich richtig. Er steht einfach den ganzen Tag hier und starrt sie an. Bei den Göttern. Er mag zwar mein Meister sein, aber ist das nicht eine Verletzung seiner Pflichten als Ritter? Mein Meister hat noch nie mit einer Frau geredet, aus Angst, dass er etwas tun könnte, das gegen den ritterlichen Verhaltenskodex verstößt. Er steht mir zwar nicht zu, das zu sagen, aber... ich glaube, er ist ein hoffnungsloser Fall, wenn es darum geht, eine Dame den Hof zu machen. Seufzt. Übrigens, Königsritterin, du scheinst, was das angeht, ziemlich beliebt zu sein. Kennst du zufällig einen Weg, wie man das Herz einer Dame gewinnen kann? Können wir dabei vielleicht auf deine Hilfe zählen? Vielleicht. Meister Severus, können wir bitte endlich gehen? Händler Eiter. Grüße, wir verkaufen nur die besten handverlesenen Gegenstände. Wie bitte? Du möchtest wissen, wie man das Herz einer Dame erobert? Mal sehen, was ich da habe. Ah, nun, die Damen mögen einen gut gekleideten, attraktiven Verehrer, aber vergessen wir nicht, wie wichtig der Duft eines Liebhabers sein kann. Dieses Parfüm stammt aus Übersee, von einer mysteriösen Insel im Osten. Ja genau, es kommt den ganzen Weg aus Annika. Man sagt, die Leute in Annika salben sich mit Duftölen, um Verehrer anzulocken. Ich bin mir sicher, dass ein kleiner Tupfer davon reicht, um das Herz jeder Dame zu erobern. Wie dieses Parfüm riecht, oder was meinst du? Ritter Severus. Ah, Königsritterin, was führt dich hierher? Ich war gerade in der Gegend und beschloss, hier eine kleine Pause zu machen.
Ich weiß, warum du hier bist. Ach ja, dieses schöne Mädchen, Daria. Ich kann an deinem Gesichtsausdruck sehen, dass du bereits alles weißt. Ich werde versuchen, sie zu vergessen. Ich bin ihr nicht würdig. Ich weiß bestimmt nicht einmal, dass ich hier bin. Sie weiß nicht einmal, dass ich hier bin. Aber trage zuerst dieses Parfüm auf. Was? Parfüm? Ist das ein Befehl? Tut mir leid, aber ich glaube, so starkes Parfüm zu tragen, widerspricht dem Verhaltenskodex der Ritter Lutheras. Liebe. Baden Shannon. Sei gegrüßt. Bist du auch wegen der Portalstatue hergekommen? Die Portalstatue? Oh, also wusstest du nichts davon. Es muss Schicksal sein, dass wir uns heute getroffen haben. Diese Statue ist für Abenteuer wie dich absolut notwendig. Ich will es dir erklären. Sie ist eines der Vermächtnisse, die von den Lazenit in Arkesia hinterlassen wurden. Wie der Name schon sagt, hat die Statue die Fähigkeit, dich zu sich zurückzuholen. Ich werde dir beibringen, wie man sie nutzt. Zuerst musst du sie berühren. Möchtest du Burg Lutera als deinen Rückkehrpunkt setzen? Ja. Sehr gut gemacht. Du kannst nun immer wieder an diesen Ort zurückkehren. Nun bringe ich dir das Lied der Rückkehr bei. Spiele dieses Lied und du kehrst zu der Portalstatue zurück, die du als Rückkehrort festgelegt hast. Beachte aber, dass du nur einen Rückkehrort auf einmal festlegen kannst. Aber du kannst den Rückkehrort so oft ändern, wie du willst. Wenn du ihn ändern willst, geh einfach zu einer Portalstatue an einem anderen Ort und berühre sie. Du wirst schon irgendwann einen Ort finden, der sich wie ein Zuhause anfühlt. Ach, es ist wirklich schön, dass der Markt voller lächelnder Leute ist. Na los, hab ein bisschen Spaß. Der Rückkehr. Probieren wir direkt aus. Kennenzulernen. Ich hörte, jemand von außerhalb hätte Ritterehren erhalten. Vivian. Als nächstes, Eure Majestät, sollten wir über die Nahrungsknappheit in der Stadt sprechen. Danach können wir die Erweiterung unseres Bildungssystems in Angriff nehmen. Was? Entschuldigung, wer bist du? Warum beobachtest du mich? Moment mal, ich habe dich doch bei seiner Majestät Tyrann gesehen, nicht wahr? Oh, das ist super. Du stehst deiner Majestät nahe, oder? Vielleicht könntest du mir ja helfen, herauszufinden, wie ich Königin werden kann. Ich habe viele Ideen, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Nation besser machen würden. Und als Königin? Toll, wenn es in der Taverne nach einem langen Arbeitstag endlich ruhig ist. Es wird sich etwas ändern. Die Kommandozentrale entsendet Leute in alle Welt. Salutiert den Rittern! Ihre Majestät befahl, das Auktionshaus neu zu eröffnen, um Lutheras Wirtschaft anzukurbeln?
Ich bin froh zu sehen, dass die Händler wieder ihre Geschäften nachgehen können. Du solltest das Auktionshaus besuchen, wenn du Zeit hast. Wenn du Glück hast, kannst du dort ein paar tolle Sachen zum Schnäppchenpreis ergattern. Da sie der größte Handelsknotenpunkt des Kontinents ist, hat die Burg Lutera alle Arten moderner Bequemlichkeit zu bieten. Hast du dich schon in den Läden hier umgesehen? Klar. Natürlich hast du das. Ich vergaß, wie gern du mit den Leuten redest, Königsritterin. Kommt jederzeit wieder, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde stets hier sein und dir für deine Reise die Daumen drücken. Danke, Finanzverwalter. Ja, dann fragen wir Irene, was eine wahre Königin sein kann. Immer daran denken. Irene, du willst wissen, wie meine Königin wird? Okay. Darüber habe ich eine Weile nicht mehr nachgedacht. Rehan, die Königin Lutheras muss weise und kämpferisch sein und gütig genug, um das Land in der Abwesenheit ihrer Majestät zu regieren. Sie muss außerdem gebildet sein und über Manieren verfügen, die einer Königin würdig sind. Anessa kann dir zu letzterem mehr erzählen. Anessa. Wenn jemand als Königin von Lutera in Frage kommen sollte, muss sie zuerst das Wohlwollen des Königs erlangen. Außerdem gibt es da ein paar offensichtliche Qualitäten, die von allen Königinnen erwartet werden. Anmutiger Gang, korrekte Haltung, Eloquenz, geziemte Etikette, aber das ist nicht alles. Soziale Fertigkeiten, Reiten, Schwimmen, Stickerei und das Wissen über Militäreinsätze und die Wirtschaft sind auch ein Muss. Servus. Natürlich kannst du so viel Parfüm auftragen, wie du willst. Du bist schließlich Lutheras Schwert. Dein Geruch ist nur von geringer Bedeutung. Was wichtig ist, ist ein ritterlicher Ruf. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft. Dieses Parfüm ist so elegant, wie gemacht für einen galanten Mann. Du meinst, du hast das von Atier im Gemischwarenladen? Nun gut. Ich werde das Parfüm kaufen und auftragen und morgen versuchen, ein Gespräch mit ihr zu beginnen. Danke für deine Weisheit.
Begrüßt die Helden des Heldenwalls. Welch Ehre, eure Königsritterschaft als Gast zu haben. Gerade reparieren wir die Mauern von Burg Lutera und wir sind alle froh um diese Chance. Wir werden sicherstellen, dass die Mauern nie wieder einstürzen werden. Du verlässt jetzt die Burg, oder? Ich wünsche dir eine wundervolle Reise. Ja, und das war auch schon unser Besuch in Burg Lutera, Band 4, Kapitel 1. Und jetzt sind wir auch schon in der Diorica-Ebene angekommen, also Kapitel 2. Und da sehen wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Exocron.